Hallo Spieler, kommt doch rüber. Herzlich willkommen bei Onkel Zocker, wo wir heute von einem dicken, dicken Mann lernen, wie man korrekt runterfällt. Wir machen uns auf zum dritten Teil des Hollow Knight Speedruns. Zur Erinnerung, wir müssen den Hollow Knight selbst besiegen mit einer Gesamtspieldauer von unter 5 Stunden. Wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich gucke ja schon mal das Save Game, das wir benutzen hier. 44 Minuten haben wir bislang investiert. Zuletzt haben wir uns die Mantis Claw geholt, das Tor zur City of Tears geöffnet und uns bis zur Bank vorgearbeitet. Und da machen wir jetzt weiter. Wie gesagt, heute wird es ein bisschen kritischer. Ich lade das schon mal. Denn heute haben wir es mit ein paar Gegnern zu tun, die ganz schön nerven können. Und nach wie vor das größte Problem bei einem Speedrun ist ja, wenn wir sterben. Wenn wir sehr viel Zeit dadurch verlieren, dass wir Und wir haben es auch nicht nur mit einem dicken Mann zu tun, sondern wir müssen damit rechnen, dass hinter jeder Ecke hier dicke Männer lauern, die mit Sachen werfen. Und hier wird auch leider gleich schon der erste. Da ist er. Okay, das ist als Anfang gar nicht schlecht. Die sind nämlich super nervig, diese Herrschaften. Den hat man jetzt gar nicht richtig gesehen, aber keine Sorge, da kommen gleich noch ein paar. Das bleibt nicht so. Und das große Problem überhaupt an dieser Speedrun-Geschichte ist ja, jetzt, von jetzt ab spätestens gibt es keine Do-Overs mehr. Das ist jetzt wie es ist. Wenn irgendwas schief geht, dann geht es eben schief. So. Das war jetzt ein bisschen riskantes Play von mir. Aber um Zeit zu sparen, kann man das schon mal machen. Ein Fehler, den ich jetzt gemacht habe, das wollte ich eigentlich, es gibt eine Abkürzung von der Bank, an der wir gerade gestartet haben, die habe ich jetzt nicht geöffnet. Hoffen wir mal, dass es gut geht und dass wir ohne zu sterben hier durchkommen. Ja, das sieht schon mal nicht gut aus. Ah, das nimmt keinen guten Verlauf hier. Einfach nichts mehr schief gehen. Nein! Ah, ja. Und da sind wir schon. Wie gesagt, das Problem beim Speedrun, anders als am PC, wo man ein Save-File ja immer wieder laden kann, das Problem, das wir hier haben, ist, das speichert automatisch. Wir ruinieren uns alles, was wir vorher gemacht haben. Das Problem natürlich jetzt, das wissen alle, die mit dem Spiel vertraut sind. Wir haben jetzt nicht mehr die volle Health, beziehungsweise Health schon, aber nicht mehr die volle Magie. Also diese Soul Meter ist nicht voll. So, jetzt mache ich aber für dieses Mal direkt. Hier den Shortcut auf, dass uns das nicht nochmal passiert. Den Aufzug schicken wir nach oben, damit er aus dem Weg ist. Denn das andere Problem, das wir unbedingt vermeiden müssen für den Speedrun, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, ist, wir dürfen das Geld nicht verlieren. Das ist sonst ein herber Rückschlag. Dann müssen wir das Geld wieder einsammeln. Und jetzt haben wir hier gemeinerweise das Problem, dass sobald ich weit genug reingehe, kommt der Gegner. Ich muss aber zuerst hier meinen Shade erledigen, damit ich das Geld wieder bekomme. Okay, so weit, so gut. Ah. Das klappt jetzt ein bisschen besser als. Ja. Zu früh vor. Ah, bitte. Hm.
Nein! Okay, das läuft nicht so gut. Immerhin haben wir den Shortcut offen. Hier, das spart uns ein bisschen Zeit beim Zurückgelangen. Noch haben wir nicht ernsthaft einen Rückschlag erlitten. Wir verlieren im Moment nur ein bisschen Zeit. Vergessen, einen Aufzug runterzuschicken. Das ist was, was man mit ein bisschen Erfahrung hier immer sofort macht. Ja, wir fahren jetzt mit dem Aufzug nach oben und wenn wir oben sind, schicken wir ihn direkt wieder runter, damit wir beim nächsten Mal, falls es ein nächstes Mal geben sollte. Also, das ist doch. Das läuft nicht gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Ja, beim Trainieren habe ich den immer beim ersten Mal erledigt. So ist das nun mal. Jetzt verlieren wir hier ernsthaft Zeit. Wie gesagt, die Gesamtzeit mit 5 Stunden ist relativ großzügig. Ich bin guter Dinge, dass uns das jetzt nicht den Run kostet, aber so allmählich, finde ich, könnten wir schon mal vorankommen. Problem des Ganzen natürlich. Oh, das gibt's doch nicht. Irgendwie habe ich gerade Schwierigkeiten. Das war auch nicht gut. Nein. Ja, das ist Speedrunning auf Weltniveau, meine Damen und Herren, so geht es in den Top-Ligen zu. Ja, wir reden wahrscheinlich immer noch nur über wenige Minuten, die wir hier verlieren, aber für die Motivation ist das natürlich schlecht, was ich hier gerade fabriziere. Das Problem ist natürlich auch, dass dadurch, dass ich einmal gestorben bin und mein Shade da drin ist, ich hier nicht mit Soul reingehen kann. Das heißt, der Spell, den ich mir erwirtschaftet habe, ist quasi nutzlos. Ah. Okay, das ist auch nochmal gut gegangen. Ich schaff's nicht rechtzeitig zu reagieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wie gesagt, eigentlich ist schon nervig, aber es ist jetzt nicht der schlimme dicke Mann, von dem ich schon wieder gesprochen habe. Der kommt erst noch. Okay. Puh. Aber es ist einer der problematischen dicken Männer hier auf dem Weg nach oben in diesem Schloss. Jetzt aber geht's so richtig los. Denn diese Kollegen. Ah ja. Oh, jetzt hat mich sein Projektil hier aus dem Raum geschmissen. Das bedeutet leider, dass seine Health, glaube ich, auch wieder. Oh. Also das Problem mit diesen Gegnern hier ist, dass sie teleportieren können. Man sieht das ja auch. Sobald ich mich ihm nähere, wechselt er den Ort. Das macht es extrem schwierig, den überhaupt zu treffen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit runterrutsche, sonst kommt nämlich ein zweiter dazu und dann wird es ganz schwierig zu managen. Man muss eigentlich warten, bis er sich
gerade extrem schlecht. Und wie gesagt, wir haben nicht die Wahl. Das ist der Speedrun. So wie das jetzt läuft, so läuft es eben. So, hier machen wir eine Tür auf. Das zum Glück müssen wir nicht jedes Mal machen, sondern das ist jetzt erledigt. Wir sind aber noch nicht durch mit diesem Areal. Hier, genau, hier kommt ein Gegner. Hier haben wir ein bisschen Soul und können jetzt mal wenigstens die Masken auffüllen. So, jetzt sind wir ein bisschen besser aufgestellt, aber ich weiß leider schon, wir sind noch nicht durch mit den dicken Männern. Denn hier kommt direkt der nächste. Und wenn wir den besiegt haben, genau, kommt schon wieder einer. Oh, diese Teleportiererei ist wirklich. Das ist eine Nerverei. So, aber. Wir nähern uns. Einer noch. Da ist er. Wieder eine Tür geöffnet und den ignorieren wir jetzt, denn wir müssen ja nicht alles, vor allem bei einem Speedrun, wir müssen nicht alles kaputt schlagen, was uns begegnet. In jeder Situation, in der Weglaufen möglich ist, ist Weglaufen die bessere Option. So, das hier ist ein bisschen eine Falle. Wenn man hier zu schnell reingeht, wird man von diesen sehr schnell hintereinander spawnenden Gegnern sofort überwältigt. Aber wenn man das schon weiß, ist es kein großes Problem. Man muss nur bis zum Schluss aufpassen, dass man nicht zu schnell vorwärts geht. Ja. Da kommt noch einer aus der Deckung, gemeinerweise. Und noch einer. So, jetzt haben wir es aber bald. Und was man natürlich bei Hollow Knight immer weiß, wenn sowas passiert ist, hier ist was zu holen. Und das ist auch so Spell Twister, einer der wichtigsten Charms im ganzen Spiel. Den haben wir jetzt. Und sind damit bereit. Trommelwirbel. Spannung. Aufregung. Für den dicken Mann. Der dicke Mann wird gleich hinten, hinter dieser Kuppel, da taucht er schon auf. Noch sieht er ganz harmlos aus. Das ist jetzt die etwas größere Variante der Gegner, die wir unten hatten. Der sollte aber hoffentlich... schaffbar sein. So, da haben wir ihn zum ersten Mal. Oh. Das kann passieren. Man kann dann aber, wenn man ihn in dieser, in dieser Bewegungsphase erwischt. Also wenn er einen in der Bewegungsphase trifft, so. Man hat ja immer diese Invincibility Frames, nachdem man Schaden genommen hat, und dann kann man ein paar Treffer wenigstens unterbringen, die das dann wieder ein bisschen ausgleichen. So, da haben wir jetzt zum zweiten Mal, dann können wir unsere Health wieder auffüllen und er kann auch antäuschen, das ist ein bisschen gemein. Kurzen Moment Zeit zu heilen, während diese Orbs da durch die Gegend fliegen. Und gleich haben wir den dicken Mann. Was wir, wie gesagt, vom dicken Mann wollen, ist die Fähigkeit, uns zu Boden zu werfen. Und die bekommen wir gleich von ihm. Ja. Jetzt macht er erstmal so ein bisschen dramatische Show.
Der Soulmaster. Jetzt haben wir ordentlich die Luft aus dem dicken Mann gelassen. Das ist, was wir wollen. Das ist Desolate Dive. Ein Spell, der uns erlaubt, Area-Schaden zu machen. Das zeige ich euch, sobald wir ihn haben. Erstmal holen wir uns den. Oder auch nicht. Denn kurz bevor wir das schaffen, kommt der Soulmaster zurück und nimmt ihn uns wieder weg. Das macht aber gar nichts. Und das war's schon. Da hatten wir jetzt gerade ein bisschen Glück. Normalerweise braucht man zwei von diesen Phasen, aber es ist ziemlich leicht, den Soulmaster, während er diese Dive-Attacks macht, man muss einfach nur wegspringen die ganze Zeit, bis er dann zur Ruhe kommt und dann angreifen. Normalerweise braucht man zwei Phasen, also er macht zweimal diese Dive-Attacks. Wir hatten jetzt Glück, weil er günstig gestanden ist. Hat der Schaden sogar mit einem Mal gereicht. So, Soulmaster ist erledigt. Und weiter geht es. Wir holen uns jetzt hier noch ein paar Goodies, denn demnächst brauchen wir sehr, sehr viel Geld. Deswegen haben wir hier mal die Schatztruhe ausräumen. Und dann füllen wir hier noch. Füllen wir hier die Soul noch auf, beziehungsweise verlieren es dann auch direkt wieder, aber wir können auch hier noch nachtanken. So, die Soul ist relativ wichtig jetzt gerade, weil wir Desolate Dive vom Soulmaster gelernt haben und das brauchen wir jetzt, um uns durch diese zerbrechlichen Bodenplatten hier zu arbeiten. Dann nehmen wir hier noch ein Heil und das Ziel mit, weil wie gesagt, wir brauchen sehr, sehr viel Geld demnächst. Vorbeigesprungen, egal, klappt trotzdem. Brauchen wir jetzt. Jetzt habe ich nicht mehr genug Soul. Okay, das ist jetzt potenziell ganz schlecht. Oh nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Okay, jetzt bin ich hier. Weil ich oben daneben gesprungen bin. Normalerweise hätten wir uns durch all diese Bodenplatten gleichzeitig durchgehauen. Weil ich oben daneben gesprungen bin, komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Die Platte kriege ich nur auf, wenn ich Desolate Dive einsetze. Desolate Dive kostet Soul. Dafür muss das Soul Meter weiß sein. Das ist es nicht. Ja, wir müssen, so bitter das ist, raus aus dem Spiel. Das ist jetzt ein bisschen ein GAU. Aber mal gucken, wir haben ja schon genug Zeit verloren. Ah, wir sind schon bei einer Stunde. Aber es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Zurück ins Spiel. Hab schon ein paar Mal gesagt. Ach, nee. Ich dachte, wir kommen zurück zur Bank, aber es ist gar nicht so schlimm. Wir kommen zurück zum letzten besiegten großen Gegner. Wir brauchen Soul, damit wir diese Bodenplatte zerstören können. Das heißt, wir machen nochmal hier dieses Speicherdings leer. So, jetzt müsste das reichen, um da durchzukommen. Also das läuft wirklich außerordentlich schlecht gerade. Aber noch sind wir im Rennen. Wenn auch mit wahrscheinlich 10 Minuten Zeitverlust. So, jetzt müssen wir hier noch raus.
Das ist, dieses ganze Areal ist auch tatsächlich ein bisschen gemein, weil ununterbrochen diese Gegner spawnen überall. Aber jetzt sind wir durch. Hier oben haben wir gerade den Soulmaster besiegt. Auf magische Weise hat die Leiche sich von links nach rechts bewegt, aber es ist eine Zauberwelt. Hier können wir nochmal auffüllen. Und weiter geht's. Wir kommen jetzt... Langsam habe ich genug von euch. Können wir hier nochmal auffüllen, damit wir hier einmal durch die Bodenplatten und hier ein zweites Mal durch die Bodenplatten. Und dann sind wir zurück, wo wir den ersten dicken Mann besiegt haben. Oh. Nicht auf den Aufzug springen. Der Aufzug hat Dornen oben drauf. Das ist ein wichtiger Lifehack fürs alltägliche Leben. Nicht auf den Aufzug springen, wenn der Aufzug oben drauf Dornen hat. Gut merken. Ja, jetzt rächt sich ein bisschen, dass ich diese ganzen Aufzüge runtergefahren habe. Wir wollen zurück zur Bank. Dafür können wir jetzt hier den geöffneten Shortcut benutzen. Und wir wollen zurück zur Bank, weil wir jetzt gleich uns das Geld beschaffen und dann von hier weiter starten wollen. Wir gehen jetzt einfach den Weg, den wir in der letzten Folge hier raufgekommen sind, zurück nach unten. Und dann können wir gleich mal das Detail ausprobieren. Sehr effektiver Spruch. Und wir fahren... Nicht noch richtig. Ich glaube nicht. Hey, das sieht nicht richtig aus. Wir wollen jetzt zu Lem. Wir wollen die ganzen Artefakte, die wir uns jetzt während des Playthroughs besorgt haben, verkaufen. Dazu fahren wir nach unten. Lem ist dann hier rechts. So. Morris Son, Gian, Velmi Ardred. Zwei Journals. Morris Son, Gian, Velmi Ardred. Gachael, Leosok, Velmi Ardred. Und drei Seals. Velmi Ardred. Und wir brauchen für die nächste Runde 2600 Geo. Velmi Ardred. Und wir sehen schon, Morrison, Gian, Velmi Ardred. Wir brauchen auch für diese Runde noch ein bisschen was, deswegen ist das gut, dass wir ein bisschen Spiel haben. So, 3000, perfekt. Und wir quitten und gehen zurück zur Bank. Setzen uns ein bisschen aufs Bänkchen. Und dann nähern wir uns schon dem Ende der Folge. Schon, ist relativ, aber... Nochmal 5 Stunden insgesamt. Wir machen guten Fortschritt. Ich mache mir keine Sorgen. Wir gehen durch die stimmungsvollen Hallen der City of Tears und lassen sie aber auch schon wieder hinter uns. Den hier loswerden, kommen wir da. Ach, noch einer. Okay. So, jetzt haben wir unsere Ruhe und holen uns hier ein weiteres wichtiges Goodie für den weiteren Weg, nämlich einen Simple Key. Das sehen wir in der nächsten Folge, wofür wir den brauchen.
kurz noch heilen, damit hier nichts schief geht. Wir haben genug Zeit verloren diese Runde. Und dann machen wir uns hier links oben aus dem Weg hier raus. Und dann kommt hier nochmal so ein fliegender Kamerad. Ich falle wieder in Dornen. Nochmal sicher gehen. So, hier hoch. Ja, komm her. Na. So. Einen Shortcut nochmal geöffnet, damit wir nicht nochmal hier oben drüber steigen müssen. Und dann machen wir hier. Das sind die erwähnten 200 und wir haben aber immer noch 280 mehr als wir brauchen. Wir ruhen uns einmal auf der Bank aus und legen Spell Twister an. Das macht unsere Zaubersprüche stärker und dann rufen wir uns hier die Stack Autobahn. Und benutzen zum ersten Mal diese Shortcuts, das ist ja eine U-Bahn, die von einem Hirschkäfer betrieben wird, das ist ganz süß. Auf dem wir hier durch die Gänge reiten. Und wir sind zurück, wo wir schon waren, in der Forgotten Crossroads. Und an der Stelle enden wir diese Folge mit ein bisschen Zeitverlust, aber wir sind trotzdem nach wie vor gut in der Zeit. Und, nächstes Mal machen wir uns auf den Weg in die Crystal Peaks und holen uns das Crystal Heart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, ihr kennt es. Tschüss.